Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Ja, es ist so krass für die Leute, die nicht so im Thema drin sind, dass die Medien wirklich alles machen und die Politiker auch, damit du krank und abhängig wirst. Es ist unfassbar. Die lügen sich so die Hucke voll. Biden sagt, Putin ist an der Inflation schuld. Ich glaube, er hat Inflation und Invasion, das Wort ein bisschen verwechselt. Die sagen einfach alles. Das mit den Benzinpreisen. 60% höher, obwohl der Barrel günstiger ist. Morgen kommt ein YouTube-Video. Irgendwann Vormittag, vielleicht 10 oder 12 Uhr. Guckt das alle und teilt das natürlich auch, weil sonst bringt das ja nichts. Weil die Menschen müssen ja aufwachen. Die Menschen müssen verstehen, dass das eine Verarschung ist und dass man damit auch keinen Krieg aufhält oder so. Also das sagt Biden selbst. Das kommt nicht von mir, das sagt Biden. Damit hält man den Krieg nicht auf. Es ist so krass. Und die Medien schaffen das. Wie ein Pitbull. Dass die Menschen, los, fass jetzt. Fass den Umgeschlumpften. Ah, alles klar, dann fass jetzt. Und jetzt fass den ungeschlumpften Russen. Das ist der schlimmste von allen. Und alle laufen los und stecken brennende eine Schule an. Schmeißen Eier auf irgendwelche Geschäfte von irgendwelchen Bürgern, die seit 40 Jahren in Deutschland leben, die gar nichts mit der Politik zu tun haben. Das ist unfassbar. Und jetzt nochmal das Wichtigste von allem. Interessiert mich nicht, wie viel Steuern sie in Deutschland erheben. Ich gehe definitiv nicht 9 Monate kostenlos dafür arbeiten, dass sie Krieg finanzieren und die Rentner im Stich lassen. Interessiert mich nicht. Wie das Wetter da ist, interessiert mich nicht. Ist mir Banane. Weil jeder von uns hat die Macht, zu sagen, nee, will ich nicht. Ich lebe jetzt da, wo die Sonne scheint. Was ist alles in Dubai entstanden, ohne dass die Menschen ausgeraubt wurden mit Steuern? Guckt euch das an. Jeder hat die Macht über sein Leben. Man muss sich abkoppeln. Nochmal, es wird immer schlimmer. Ich sage seit Jahren, man muss sich abkoppeln. Es ist nicht mehr, ach, ich würde ganz gerne. Nein, nein, nein. Man muss. Na, hier auch mal was Schönes. Mal zwischendurch. Guck mal, wie schön das aussieht. Da im Hintergrund das höchste Gebäude der Welt. Ja, ja. UAE.